Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Drath und ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices. Und ab dieser Episode hat unser Podcast auch ein Videogesicht. Das heißt, das bin ich, Carsten Drath. Und ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, Saskia Stella Gleitzmann, eine 32-jährige Unternehmerin in der Holzindustrie und in der im Gesundheitsmanagement und nebenher auch noch Mutter. Und wie kriegt sie das alles unter einen Hut? Wie ist ihr Werdegang? Wie kombiniert sie das Familienunternehmen im Unterfränkischen auf der einen Seite mit dem Gesundheitsmanagement und der Strategieberatung dort und der Skalierung und das alles und ihr Führungsverständnis und wie sie mit sich selbst umgeht, wie sie sich selbst steuert, wie sie sich selbst managt? Das werden wir alles heute von Saskia erfahren. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast, Saskia Stella Gleitzmann. Sie wird selbst gleich was zu sich sagen, eine ganz inspirierende Unternehmerin tolle Frau. Wir kennen uns seit vielen Jahren oder hatten vor vielen Jahren noch was miteinander zu tun und sind jetzt sozusagen, haben sich die Wege wieder gekreuzt. Saskia, herzlich willkommen bei Leaders Talk. Vielen Dank, Carsten. Saskia, erzähl doch mal was über dich. Wer bist du, was machst du, was treibt dich so den ganzen Tag um? Also ich fange gern mal persönlich an. Ich würde mich als sehr reflektierte Frau beschreiben. Und ja, das hat mir immer auch geholfen, tatsächlich sehr selbstreflektiv umzugehen. Und ich bin mir meiner verschiedenen Führungsrollen sehr bewusst, die mittlerweile ja doch sehr komplex geworden sind. Als Unternehmerin, als Managerin, als Mutter und ja, dann bin ich natürlich irgendwie auch Tochter und wahrscheinlich könnte ich die Liste noch ein bisschen fortführen. Ja, was mich total antreibt, war tatsächlich immer die Entwicklung von meinen Mitmenschen, also angefangen natürlich bei mir selber, aber tatsächlich das auch zu begleiten und zu beobachten. Ganz unabhängig jetzt mal von den Themen, für die ich mich einsetze. Also ich denke, inhaltlich steigen wir noch ein und das soll ja auch ein bisschen spannend sein, wie Zuhörer. Und dementsprechend würde ich sagen, so tatsächlich dieses persönliche Wachstum ist was mich ganz stark angetrieben hat schon immer und was mich auch als Person auszeichnet. Und ich habe mal vor einem Jahr die Übung gemacht, so meine nächstliebenden Freunde und auch Familie zu befragen, was mich auszeichnet. Es war eine total tolle Übung tatsächlich. Und ich habe mich riesig gefreut, dass da auch so viel Feedback kam, weil ich finde, so diese Entwicklung und Lebensphasen, das hört ja nie so wirklich auf, diese Wechsel. Und da kam auf jeden Fall ganz stark nochmal das Empathische raus. Und ja, deswegen würde ich sagen, das zeichnet mich auf jeden Fall auch noch sehr aus als Mensch. Okay, danke dir. War sehr persönlich beantwortet. Ja, I love it. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu den, sagen wir mal, Rollen oder den Hüten, die du aufhast. Du hast schon viele davon genannt. Du bist Unternehmerin in der vierten Generation von Gleitzmann Holzwerke. Richtig. Das ist ein Betrieb im Bereich Laubbäume. Laubbäume sind hochwertiger als Nadelbäume. Ich bin ja auch Schreiner ursprünglich mal gewesen. Oh, wow. Also von daher also ein hochwertiger Betrieb, der jetzt 110 Jahre existiert. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, rund 10 Millionen Umsatz, 50 Mitarbeiter, 3 Standorte. Ja, genau. Und du bist jetzt in der vierten Generation in der Unternehmensnachfolge und du hast dir das eigentlich nie auf dem Zettel gehabt. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Wie war dieser Prozess? Ja, also natürlich war das Unternehmen immer da und ich habe es miterlebt, sage ich jetzt mal. Aber als ich dann mit 18 tatsächlich ausgezogen bin,
war ich erstmal dann wirklich so auf meinem Weg. Ich bin ja dann zum Studieren gegangen nach Fallendar an die WHU und hatte ja viele Auslandsaufenthalte über die Jahre. Und wir hatten eine Nachfolgeregelung in unserem Gesellschaftsvertrag festgelegt, dass die beiden Familienstämme, die in der dritten Generation aktiv gewesen sind im Unternehmen, jeweils einen Nachfolger bestimmen. Und dieser Nachfolger hat eben bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Darunter war zum Beispiel auch ein Mindestalter von 30 Jahren, was ich ja de facto erst seit 2 Jahren so richtig erfülle. dann diverse, ja, tatsächlich Einblicke auch in anderen Unternehmen. Klar, das hätte ich zu einem gewissen Maß erfüllt. Der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, ja, ist tatsächlich gewesen, dass ich ein Nachzügler bin. Also mein Bruder ist 20 Jahre älter als ich, meine Schwester ist 12 Jahre älter als ich und auch die 3 Söhne von meiner Tante, die eben mit meinem Vater in der dritten Generation als Geschäftsführerin tätig gewesen ist, hatte auch 3 Söhne, die damals dann auch schon Mitte 40 waren. Und dementsprechend, ja, also stand das gar nicht zur Debatte. Ja, hat mich dann auch relativ überraschend getroffen in 2016 war das dann, da stand ich kurz vor der Geburt von meinem ersten Sohn, war quasi gerade so frisch irgendwie in den Mutterschutz gestartet und dachte, schön, jetzt kann ich mich mal ein bisschen auf was anderes konzentrieren und nicht irgendwie von Standort zu Standort reisen und sage ich jetzt mal ja, Krankenhäuser restrukturieren. Klopfte dann mein Bruder an der Tür, meinte, du, also mit schwierigen Situationen kennst du dich doch aus. Also ja, hier also mein Cousin und er hatten sich eben dazu entschlossen, aus der Firma quasi auszusteigen. Ja. Und naja, und dann dachte ich, okay, gut, ich weiß ja sowieso nicht, wie das funktioniert mit irgendwie Elternzeit und sonstiges. Und naja, Projektgeschäft kenne ich ja. Dann setze ich halt jetzt einfach mal eine 360-Grad-Analyse auf und schaue mir mal an, wo wir stehen und was es überhaupt für Optionen gibt. Und das war erstmal so völlig, ich wollte für mich einfach mal wissen, funktioniert das, was ich im Gesundheitswesen mache, eigentlich auch in der Holzindustrie? Und was könnte eine Ja. bessere Zeit dafür sein als der Mutterschutz? Genau. Na, ich habe ja glücklicherweise mir dann, also es war dann ja nach der WU-Sommerpause und habe dann glücklicherweise auch 2, 3 Studenten mir an die Seite geholt, die quasi vor Ort, also ich lebe ja seit 2011 in Berlin, ne, und dementsprechend war es natürlich wichtig, auch für eine Zeit vor Ort zu sein, was ich jetzt nicht immer garantieren konnte. Und dementsprechend, genau, hatte ich mir dann ein Team zusammengestellt. Und ja, dann ging erstmal so über 2, 3 Monate verstehen, Mitarbeitergespräche führen. Ich habe dann auch mit jedem Mitglied aus meiner Familie gesprochen. Es waren in Summe 6 Familienmitglieder, die auch aktiv gewesen sind im Unternehmen. Und ja, das Wichtigste war für mich zu verstehen, was so die einzelnen Perspektiven erstmal sind, weil ich hatte keine, ja, wollte auch erstmal gar nicht irgendwie über eine Lösung nachdenken. Ne? Genau, und als die Basis dann da war, haben wir, würde ich mal sagen, es waren so 10 bis 15 Lösungsoptionen, die wir dann eruiert haben. Und das Spannende war, ich war, glaube ich, am Anfang viel mehr in der Beraterrolle, weil ich die halt kannte. Und das hat, mir ist es zum Glück gelungen, weil ich ja so den langen Abstand hatte. Natürlich einige der Mitarbeiter und so, die kannten mich, aber wenn man sich so lange nicht gesehen hat, dann. Ja, also klar, es ist was anderes, wenn man jetzt irgendwie mit einem Jugendlichen spricht oder mit einer Frau irgendwie dann Mitte 20. Genau. Und ja, und dann haben wir tatsächlich die Optionen in der Familie gemeinsam eruiert. Und es war auch familienexterne Nachfolge als Option. Es war auch tatsächlich die Frage, ob ein Verkauf vielleicht sinnvoll sei. Aber es wurde dann relativ schnell klar, dass eben auch meine Tante und mein Vater sich schon wünschten, dass das Unternehmen in der Familie bleibt. Und dementsprechend haben sich dann die Optionen mehr eingegrenzt. Und tatsächlich erst nach 1, 2 Jahren, also ich habe dann interimistisch die Rolle von meiner Tante ersetzt, die bei uns Finanzen, Personal und einen Standort verantwortet hat, weil sie eben schon ja einfach altersbedingt damals mit über 70, also es war einfach dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen. Und
Genau, und in dieser Zeit hatte ich dann für mich im Prinzip nochmal so eine Phase, wo ich drüber nachdenken könnte, okay, was könnte eigentlich mein Beitrag langfristig sein für das Unternehmen, ja, wo ich auch meine Stärken im Prinzip einbringen kann. Ich meine, es ist völlig klar, ich habe ja jetzt nicht irgendwie meinen Fokus auf das Holzthema ausgerichtet, ne? Aber dennoch bringe ich ja Fähigkeiten mit, die für ein Unternehmen von hoher Relevanz sind. Genau, und das war dann so eigentlich die nächste Etappe, die ich dann zusammengestellt habe und im Prinzip halt auch der Familie vorgeschlagen habe. Das heißt, eine von den 15 Lösungsoptionen war, Saskia steigt mit ein in einer bestimmten Rolle. Genau, richtig. Also war dann familieninterne Nachfolge und diese Rolle war dann für mich eigentlich nach einer Zeit klar, ich möchte keine operative Rolle im Unternehmen, weil, also im Endeffekt wirklich aus vielen verschiedenen Gründen. Einmal wirklich im Fokus zu sagen, was braucht das Unternehmen? Und das Unternehmen hat aus meiner Sicht gebraucht eine neutrale Führung nach vorne, weil ich bin immer Teil dieser Familie. Und, dementsprechend, ein Stamm, ne? Du bist und ein Stamm. Genau, und nicht, also ich hätte es mir zugetraut, aber das war einfach für die Firma aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt, eine Art Konsolidierung in dem Sinne mal zu tun. Und also vielleicht gerade als Hintergrund, was ich rausgehört habe, war, also dein Vater und deine Tante, die waren sozusagen in der Geschäftsführung, Vater eher für die Technik, Tante eher für Finanzen und Personal. Und da war auch so, der Vater will investieren, die Tante will das Geld zusammenhalten und da gab es auch natürliche Reibung. Und die hat es ja natürlich auch über die Familie ins Unternehmen sozusagen reingetragen. Und es war jetzt auch wahrscheinlich auch mal ein bisschen hitzig hin und wieder mal. Das bleibt ja nicht aus, wenn Leidenschaft und Familie und alles zusammen ist. Und deswegen diese neutrale Führung als weder der eine Stamm noch der andere Stamm. Ja, ganz genau. Also das habe ich gesagt, so das ist einfach nicht der richtige Weg, mich da jetzt unnötig irgendwie in Historie zu begeben, sondern den klaren Blick eben in die Zukunft zu bewahren. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich persönlich aus vielen Jahren Unternehmensrestrukturierung kam, wollte ich einfach auch jetzt mal in die Zukunft gucken. Ich habe gesagt, ich bin jung und ich habe Visionen und dann kann ich das doch gleich auch auf das Unternehmertum in der eigenen Familie übertragen. Und das kam dann eigentlich ganz schön zusammen. Und interessant war dann eben, dass ich mich gefragt habe, okay, wie könnte das eben aussehen, dieses ganze Konstrukt. Und für mich war dann so dieses Thema, ich konzentriere mich tatsächlich auf die Zukunftsthemen für das Unternehmen. Ne? Und das ist das, was ich jetzt tatsächlich seit Mitte letzten Jahres tatsächlich tue. Vorher war natürlich Vorbereitung für das Konstrukt. Also es hat allein 1,5 Jahre gedauert, meinen operativen Co-Geschäftsführer zu finden. Und dann haben wir quasi ein Jahr wirklich Übergabe, Einarbeitung gemacht. Und seit letztem Jahr dann, also haben wir den Switch dann quasi im Prinzip inmitten von Corona, wie geplant, eigentlich vollzogen. Ja, und es musste ja auch noch der Teil der Familie, ein Teil ist ja sozusagen rausgegangen, ein Stamm der Familie ist rausgegangen aus der Gesellschafterstruktur, das musste ja auch noch geregelt werden, ausverhandelt werden, wie wird die Firma bewertet, wie ist das fair, genau. Wie kriegt man das gut hin, das hast du auch ganz gemacht. Ganz genau, das habe ich auch gemacht und das war auch im Prinzip einer der, ja, also nicht allerersten, aber schon ein früher Schritt, weil das natürlich eine Grundvoraussetzung dafür gewesen ist, dass wir die Chance überhaupt haben, das Familienunternehmen in die vierte Generation erfolgreich führen zu können. Ja. Ja, und das hat schon also über ein Jahr gebraucht. Und mir war auch klar, wenn ich jemanden finden möchte, der mit mir langfristig und nachhaltig das Unternehmen in die fünfte Generation führt, dann brauche ich da eben auch finanzielle Stabilität und Klarheit. Und genau, also ich denke, wir haben da einen guten Weg gefunden. Es ist quasi jetzt 5 Jahre später, es ist auch vollbracht. Genau, mittlerweile ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Und ja, das ist auf jeden Fall. Die Familie spricht noch miteinander, ja, und kommt zusammen und hat noch eine gute Zeit miteinander. Also tatsächlich ist wirklich, das war eigentlich das der schönste Seelenbalsam für mich war, es muss so 2019 gewesen sein, dann so 2-3 Jahre nach dieser ganzen, also nach dem ersten ausschlaggebenden Punkt,
wo klar war, dass es eben eine neue Lösung braucht. Und da hat dann tatsächlich meine Tante mir ein Foto geschickt von allen 5 Geschwistern. Also sind 5 Kinder gewesen. Also man hat noch 3 weitere Geschwister, meine Tante, mein Vater. Und da hat sie mir tatsächlich geschrieben, ja, wir sitzen zusammen, so schön wie schon lange nicht mehr. Und sie hat es, glaube ich, so formuliert, irgendwie deine, so diplomatisch hatte ich mich vorher gar nicht so, aber ein bisschen so, ja, deine Diplomatie und so weiter hat uns hergebracht und wir wollen uns alle bei dir bedanken. Und das war wirklich schön, weil der Weg war wirklich steinig. Also ich glaube, ich jetzt so aus der Retro-Perspektive, ich erzähle das, glaube ich, manchmal so ein bisschen sehr blumig und schön, weil ich halt ein Mensch bin, der dann die guten Dinge, aber die, durch die Phase durchzugehen, war eigentlich scheiße. Das kann ich mir total vorstellen. Überleg mal, dein Vater war 60 Jahre im Betrieb, 50 Jahre in der Leitung, deine Tante war wahrscheinlich noch länger im Betrieb. Das ist ja ein Lebenswerk. Ja. Und da ist man natürlich total emotional verwoben. Das kann man nicht einfach so loslassen. Da scheitern ja auch ganz viele einfach dran, ne, an diesem Loslassen. Und es auch fair zu machen, ne? Also dass man auf der einen Seite sagt, den Beitrag zu würdigen, auf der anderen Seite aber auch die Firma nicht so belastet mit Auszahlungen, dass man sagt, die Firma kann jetzt gar nicht mehr existieren. Ne? Also das ist ja immer so eine Gratwanderung, was ist fair. Total. Und das Gute war, und das war spürbar in dem ganzen Prozess, und ich denke, das war das, was am Ende auch dazu geführt hat, dass wir es im Prinzip geschafft haben, ist, dass doch einfach der Kern der Familie irgendwo, also diese Schnittmenge zwischen Unternehmen und Familie, das wollten alle bewahren. Ja, die gemeinsamen, der Wertekern sozusagen, dass das dann doch eint bei allen Konflikten. Ne? Und da hilft natürlich auch die Empathie, die du hast, ne? Um da eben diese Brücken zu bauen und das Gemeinsame wieder herauszustellen. Und du sagst immer so, ich bin nicht in einer operativen Rolle. Das klingt dann so, als wärst du in einer Gesellschafterrolle, aber du machst ja schon mehr als das. Also du bist Chief Visionary Officer und beschäftigst dich mit Gesamtfinanzierung und mit der strategischen Ausrichtung. Was machst du da genau oder was hat man sich da vorzustellen? Also wir haben unsere Unternehmensstrategie neu definiert im Rahmen jetzt auch der Übergabe. Und auch eine Familienverfassung skizziert. Also das ist natürlich immer ein längerer Prozess, bis die dann auch so ist, wie sie sein soll. Und das sind die Herzstücke dessen, was ich quasi im Prinzip nach außen und eigentlich auch nach innen verkörpere. Nicht tagtäglich jetzt gegenüber den Mitarbeitern, sondern an sehr explizit ausgewählten, ne? Also klar, ich mache auch also gehe auch durch den Betrieb, aber das mache ich jetzt nicht tagtäglich, weil ich bin nicht da, ne? Genau. Und diese Themen, wie zum Beispiel unsere Kooperationen mit Startups, die wir jetzt eingegangen sind innerhalb der letzten 2-3 Jahre, das sind Themen, die ich quasi vorantreibe und sie gemeinschaftlich dann auch mit meinem Co-Geschäftsführer abstimme. Und wenn dort eben zum Beispiel Finanzierungen nötig sind, dann ist das etwas, wo ich quasi auch auf unsere Bankpartner zugehe und das entsprechend dann auch in die Wege leite. Also das ist so, sage ich jetzt mal, mein alltägliches Tagesgeschäft. Ich bin natürlich immer am Puls der Zeit. Also gerade jetzt im Holzmarkt hat sich interessanterweise dann mit dem Wechsel auch sehr viel getan. Sodass es da natürlich auch recht spannend ist, auch politisch, ne? So in Richtung Holzbau. Und das ist aus meiner Sicht ja auch vieles noch gar nicht so richtig erforscht, ne? Wenn wir jetzt mal den Klimawandel mit dem Holzthema zusammenbringen. Also das ist durchaus auch ein Element, wo ich ein sehr starkes Auge darauf habe. Das Gute ist, ich bin ja in Berlin, das heißt, hier sitzen auch die relevanten Verbände, mit denen ich dann im Kontakt bin. Also es ist wirklich eine, würde ich mal sagen, auch repräsentative Rolle nach außen. Ne? Die repräsentative nach innen hat eben mein Co-Geschäftsführer in erster Linie. Und genau, ich denke, das hat dir vielleicht einen ganz guten Eindruck vermittelt. Mhm, genau, und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, was das jetzt im Detail heißt, weil da sind so spannende Dinge dabei wie künstliche Intelligenz, Robotik in einer Industrie, die ja im Wesentlichen erstmal Bäume aufsägt und lagert. Ne, das ist erstmal so, wo man denkt, so wow, das ist so super oldschool. 90 Jahre wächst so ein Baum, dann wird er gefällt, dann wird er aufgeschnitten, getrocknet, gelagert und dann wird dann Möbel oder was anderes draus gemacht. Wie kann man das dann, wie geht da Innovation, wie geht Digitalisierung?
Forschung. Da schauen wir aber nachher nochmal vorbei, was das heißt. Mich würde nochmal interessieren, Saskia, irgendwann kam ja die Entscheidung aus dem idyllischen Wippfeld in Unterfranken zu sagen, ich will an die WHU. Und an die WHU geht man ja eigentlich, da muss man ja schon was vorhaben. Das ist ja jetzt nicht so, mir ist nichts Besseres eingefallen. Das kostet Geld, das ist intensiv, das ist mehr Arbeit als anderswo. Was war da die Motivation? Ja, also ich habe geschwankt zwischen zwei Studienfächern. Und das eine war Medizin und das andere war BWL. Und letztlich den ausschlaggebenden Punkt gebracht hat für mich damals die Einführung des Bachelors. Also wir waren ja irgendwie zweiter Bachelorjahrgang. In manchen Unis war es, glaube ich, dann der erste sogar in 2007. Und ich dachte mir, naja, wenn ich drei Jahre gehen schnell rum, da habe ich schon mal was Handfestes an der Hand und kann mich im Prinzip orientieren, weil Freiheit ist, was mich total, sage ich jetzt mal, motiviert. Und ich war dann abgeschreckt von dieser langen Phase eines Medizinstudiums und dachte mir, das läuft mir eigentlich nicht weg. Das könnte ich nach den 3 Jahren im Prinzip dann auch noch irgendwie tun. Ne? Und ich glaube so dieses, ich hatte bei beiden Studiengängen eigentlich so den menschlichen Aspekt immer im Vordergrund, weil beides ist ja doch was, wo man relativ, also eigentlich auch in der Medizin, sage ich jetzt mal, oder in dem ganzen Gesundheitsmarkt, um es mal breit zu fassen, ne? Das hat einen sehr hohen humanistischen Aspekt und in der Wirtschaft ja letztendlich auch. Ja? Also das war erstmal so der Grundantrieb. Und ich hatte in der Schule eine total tolle Truppe irgendwie von 5, 6 mega diversen Leuten. Also es hat wirklich Spaß gemacht, weil wir hatten dann den Geschichts- und Erdkunde-Freak und die Mathe-Freakin und und haben uns da ganz gut ergänzt. Und da haben wir dann auch echt tatsächlich die Köpfe ein bisschen zusammengesteckt, weil 2 davon waren eben auch drauf und dran und gesagt haben, ja, BWL, aber irgendwie so, ja, Würzburg ist ja eine gute Uni, aber lass doch mal ein bisschen weiter weggehen. Und dann haben wir tatsächlich gemeinsam recherchiert. Und und haben uns dann die Unis angeschaut. Also es war auch in München, gibt es noch eine Business School auch. Und ich glaube, die große Chance war damals, dass sie einfach mehr geboten haben als irgendwie das rein. Also wir waren halt eine total aktive Gruppe. Ne? Wir waren irgendwie alle bei Rotarakt und haben da Berufsbörsen ins Leben gerufen und so. Und ja, und da sind wir zu diesem Tag der offenen Türen dann hingefahren. Das heißt, ihr seid als Truppe auch an der WHU angefangen quasi? 2 von uns, also genau, 2 von uns, ja, genau, ja, eine mit Kollegin hat in Ingolstadt angefangen, genau, und eine davon hat dann sich für ein duales Studium tatsächlich entschieden, und aber genau, wir waren zu zweit, ja. Und jetzt ist man ja mit einem WHU-Studium eigentlich schon ganz gut ausgelastet. Ist ja in Trimestern organisiert, also ist alles ein bisschen intensiver. Du hattest aber die Idee, da geht doch noch was, und hast 2009, also 4 Semester ins Studium rein, hast dann gesagt, nee, ich glaube, ich mache noch parallel einen Bachelor of Psychology an der Fernuni. Klingt erstmal wie eine anstrengende Aufgabe. Was hat dich da getrieben? Also ne, so ein BWL-Studium ist ja in den ersten 2 Jahren schon relativ trocken. Also nicht so viel mit Humanismus und so weiter, was ich mir da so ausgedacht habe. Und das war dann auch wirklich so der ausschlaggebende Punkt, ne, dass ich gesagt habe, so das, was ich eigentlich ursprünglich, was mich so antreibt, das finde ich zwar in dem Drumherum des Studiums, aber der inhaltliche Aspekt, also wirklich so der wissenschaftliche Aspekt, hat mir total gefehlt. Und ich habe mich dann einfach mal auf die Suche gemacht, und damals war dieser Studiengang an der Fernuni in Hagen auch relativ neu eingeführt. Also ich glaube, es war vielleicht so das zweite oder dritte Jahr. Und du hast gerade die Trimesterstruktur betont, die mir dann im Prinzip eigentlich total in die Karten gespielt hat, weil eben natürlich als öffentliche Uni an die Fernuni in Hagen andere Klausurenphasen hatte. Und die konnte ich dann so ganz gut integrieren. Klar, dass da nicht mehr drauf kommen, ist ja komisch. Aber es klingt total abgespaced, aber es ist für mich gewesen, wie als würde ich halt einfach 10 Bücher lesen, die ich jetzt so in meiner Freizeit lese, und stattdessen habe ich
halt, sage ich jetzt mal, die wissenschaftlichen, psychologischen Studien gelesen. Klar, da war am Anfang auch erstmal Statistik und so weiter. Das hat sich dann ganz gut gedeckt, auch mit BWL. Aber ja, dadurch, dass wenn der innere Antreiber halt stimmt, dann fühlt sich das gar nicht so schwer an. Ja, genau. So wie aber du natürlich haben mich wie immer alle für verrückt erklärt, das war klar. So wie du es erzählst, klingt es total zwingend. Also das macht total viel Sinn. Ja, absolut. Und wir sind uns dann auch über den Weg gelaufen und wir haben bei meinem zweiten Buch, glaube ich, zusammengearbeitet, ne? Coaching und seine Wurzeln. Da bist du so richtig in die Tiefen der Psychologieforschung, der Pioniere und Vordenker und Denkerinnen eingetaucht und hast da super, einen riesen Beitrag zu dem riesen Schinken da geleistet. Ne? Das war auch so ein Thema von dir. Ja, das hat auch echt Spaß gemacht, ja. Und dann ist aber was passiert, da ging es dir mal eine Zeit lang nicht so gut. Mhm. Genau. Ja, also ich habe mich von meinem langjährigen Freund auch getrennt in dieser Zeit. Und das war sehr interessant, weil ich das wirklich aus einem Bauchgefühl heraus gemacht habe. Obwohl ich eine sehr starke Liebe eigentlich empfunden habe. Aber ich hatte das Gefühl, so ich muss das jetzt machen. Und das war was, damit konnte ich auch ganz schwer irgendwie umgehen, ne? Mir in meiner Intuition zu vertrauen, aber mich eigentlich gegen ein Gefühl irgendwie der Liebe oder so zu stellen. Das war mal so eine ganz wesentliche Säule, ne? Die ich mir aber auch selber eingebrockt hatte in dem. Also ich glaube, ich habe mich dann selber auch irgendwie so auf den Weg gemacht, ne? Genau, und du hattest vorhin auch angesprochen, die, sag ich jetzt mal, hitzigen Situationen auch innerhalb der Familie, also meine Großeltern, also die zweite Generation ist quasi so 2001 verstorben. Und das hat sich dann halt auch alles so aufgebauscht. Also wir waren ja mittlerweile schon im Jahr irgendwie 2009, aber so, ich meine, 10 Jahre gehen letztendlich an ja auch schnell rum, wenn man so möchte. Und das war etwas, was für mich natürlich aus dem Familiensystem heraus auch wirklich spürbar war. Wir sind ja alle letztlich miteinander verbunden. Und es war halt nicht so diese Gesprächskultur. Also ich bin sowieso nicht so häufig dann in dieser Zeit nach Hause gefahren, weil es einfach damals war ja nicht so viel mit Hybridunterricht und sowas, war ja alles physisch. Und dementsprechend, aber in den Momenten, die ich da war, dachte ich mir, okay, hier würde ich gerne auftanken. Ja, aber ich konnte nicht auftanken, weil ich bei der Familie eigentlich immer auftanken konnte. Und in dieser Phase konnte ich da nicht auftanken. Und ich würde sagen, wir haben im Prinzip eigentlich so ein paar Tankstellen dann gefehlt, die ich eigentlich immer hatte. Ja, um das ist einfach mal zwei Beispiele rauszustellen. Ich denke so, in der Summe hat es mir einfach wahnsinnig viel an Ressource gekostet. Plus, ich würde mal sagen, so der dritte Pfeiler war auch ein bisschen, ich bin schon auch gegen den Strom geschwommen an der WHO. Ne? Also ich habe ja auch mein erstes Praktikum in der strategischen Kommunikationsberatung gemacht, was für damalige Verhältnisse, das ist, glaube ich, jetzt heute viel normaler, aber damals war klar, Investmentbanking, klassische Beratung, selbst Startup war bei uns noch nicht so. Da war ja gerade mit dem European Founders Fund und so sein in ganz frühen Phasen. Und das war total spannend, weil das keiner nachvollziehen konnte. Ne? Man meinte, ja, bist du denn irgendwo untergekommen und so. Und das war natürlich auch sowas, womit ich so da erst wirklich in Kontakt kam, wo ich dachte, okay, ich muss mich jetzt rechtfertigen, so wie ich jetzt hier bin, ne? Und dass quasi meine Bewertung jetzt davon abhängt, wo ich mein Praktikum mache, aber mich hat es total glücklich gemacht, ne? Mhm. Und das war auch was so total in so einen Mismatch irgendwie kam. Und und dementsprechend bin ich da einfach in eine echt ressourcenarme Zeit gerutscht, würde ich sagen. Mhm. Ja. Plus natürlich dann den, klar, also ich meine, wir haben natürlich viel zu tun gehabt, aber das war nicht der wirklich ausschlaggebende Punkt. Ich konnte es aber dann nicht mehr leisten. Ne? Ja, verstehe. Und wie bist du, also erstmal danke dafür, dass du das so mit uns teilst, wie bist du da wieder rausgekommen? Was hat geholfen? Mhm. Ja, also ich habe mir erstmal total viel Zeit genommen, tatsächlich rauszuarbeiten, was mir Kraft gibt, ganz unabhängig jetzt auch erstmal von anderen oder von meinen Mitmenschen in dem Sinne. Und ich glaube, das hat sich auch wirklich so ein bisschen überschnitten mit der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Und wir hatten da damals auch
gesprochen oder wo ich dich, glaube ich, fragte, ja, wenn du so rückblickst auf dein Leben, was war so der wichtigste oder so der tollste, für dich so befreiendste irgendwie Schlag? Und hast du gesagt, ja, ich empfehle allen, die ich kenne und die mir irgendwie am Herzen liegen, eine Psychotherapie zu machen, auch prophylaktisch so, ja. Und genau, und das habe ich dann damals auch angefangen. Ne? Also das ging dann, glaube ich, über so 1,5 Jahre. Tatsächlich über eine Empfehlung, einen wirklich tollen Kontakt auch gefunden. Das ist ja nicht immer so einfach. Was glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar auch mit Abstand die jüngste Patientin war, um es mal so zu sagen. Aber ich war total dankbar, dass ich da unterkam. Und ich glaube, es ging auch wirklich um die Verarbeitung von vielen so alten Wunden, ne, die halt so im Alltag dann auch Energie kosten, ne, wenn die eben nicht gelebt werden. Und das war definitiv ein wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Phase, da einfach mal genau hinzuschauen und die zu akzeptieren, zu verarbeiten und hinter mir zu lassen. Mhm. Ja. Toll, ja. Und dann, als du wieder sozusagen dich da rausgearbeitet hast oder vielleicht sogar ja, mit so einer neuen Stärke da rausgekommen bist, dann ging es aber nochmal weiter. Das heißt, du bist dann hast du eigentlich deine Liebe zur Medizin so ein bisschen wieder aufgegriffen. Wie bist du dann weitergegangen? Ja, genau. Also ich hatte dann gerade frisch im Prinzip beide Studiengänge abgeschlossen. Und bin dann aufmerksam geworden auf ein frisch zu gründendes Unternehmen. Ein Spin-off von zwei Partnern, die über 15 Jahre bei McKinsey das Hospital-Institut mit aufgebaut haben, die eben die Vision hatten, Krankenhäuser tatsächlich in die Zukunft zu führen mit ihrer beraterischen Leistung. Und und das hat mich wirklich von Sekunde 1 an total angefixt. Also es gab nichts. Es gab auch kein Büro. Es waren halt nur, sage ich jetzt mal, die Gründer da. Und die haben noch, ich glaube, 4 oder 5 Kolleginnen und Kollegen von McKinsey dann mit rekrutiert. Und ich war quasi die erste nicht McKinsey oder überhaupt erste Mitarbeiterin dann für das Gesamte. Und das war direkt nach dem Studium. Und war irgendwie ganz spannend, weil es wurde schon, sage ich jetzt mal, irgendwie als klassische Beratung aufgebaut. Aber es hatte halt wahnsinnig viel von diesem unternehmerischen Aspekt, weil wir ja erstmal dann die Standards auch wieder so richtig setzen durften. Und das war das, was mich wirklich auch über viele Jahre sehr stark motiviert hat, einfach auf einem fruchtbaren Boden Neues zu schaffen. Genau. Und noch dazu, weil es eben diesen Aspekt hatte, ich tauche jetzt einfach aus einer anderen Brille ins Gesundheitswesen mit ein. Ja. Und konnte da natürlich, also habe viele, also leider Gottes muss man dazu sagen, viele Krankenhäuser aus der Schieflage herausgeführt. Und da ging immer mit einher, dass wir auch regelmäßige Mediationen und Moderationen zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen durchgeführt haben. Mhm. Also zwischen Ärzte, Verwaltung und Pflege im Speziellen. Und da auch teilweise ganz tief dann in die Prozesse eingestiegen sind in so einem Krankenhaus. Und das war tatsächlich auch ein Aspekt, dass ich gesehen habe, die gute Stimmung, die sich dann aufgebaut hat, weil ich sag mal so, eine Organisation in der Restrukturierung und eine gute Stimmung habe ich eigentlich so noch nicht erlebt. Genau. Und aber dann diese gute Stimmung, die sich automatisch auch eigentlich transformiert hat, auf den ganzen Klinikalltag und auch auf die Patienten, das war schon eine sehr starke Befriedigung für mich, ja. Mhm. Und das ist ja insbesondere deswegen auch spannend, weil es ist ja eine sehr hierarchische, also ein Klinikum ist ja eine sehr hierarchische Struktur. Nicht nur eine Hierarchie innerhalb der einzelnen Berufsgruppen, sondern auch die Berufsgruppen untereinander haben eine Hierarchie. Also ich habe ja auch mal ein Praktikum in der Klinik gemacht in der Ausbildung zu meinem Heilpraktiker für Psychotherapie. Und da ist mir so aufgefallen, so, also da gibt es eine ganz, ganz klare Hackordnung, wer wo sitzt, wer wann was sagt, wer worauf wie antwortet. Als junge Frau, wie ist es dir gelungen, da Gehör zu finden und nicht nur Gehör zu finden, sondern da auch einen Impact zu haben?
Also in 90% der Gespräche, die haben dann erstmal nicht so, ach, schon wieder ein Berater. Das war dann erstmal so, das hatte dann noch nichts mit meinem Alter und mit meinem Geschlecht zu tun. Das war dann erstmal so, Berater. Oh, okay, Berater. Genau, dann würde ich sagen, also ich bin da, ich gehe eigentlich oft mit Humor ran in dem Sinne, ja, und versuche mich halt erstmal so, auf die andere Seite auch einzulassen, ja, und habe dann meist eigentlich gefragt, oh, was bedeutet das denn für Sie, schon wieder so ein Berater, um erstmal zu verstehen, wo kommt der her, haben die jetzt schon 3 Beratungen gemacht, das hat alles nichts gebracht und so, das war dann mal so ein Öffner, so, und dann war die zweite Phase ganz oft, dass sie im Prinzip ja mit sehr vielen medizinischen Begriffen mich eigentlich bombardiert haben, um halt zu testen, okay, gut, ja, wobei das ja gar nicht der Kern in dem Sinne unserer Arbeit gewesen ist, aber das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann berufsbegleitend auch noch Medizinökonomie studiert habe, um einfach noch mehr in die medizinische Terminologie einzusteigen. Das war, ich sag mal so, es war nicht schlimm. Ich habe es nie schlimm empfunden, jetzt sage ich jetzt mal in diesem ersten Jahr, weil ich mit einer gewissen Freiheit da reingekommen bin, weil das Unternehmen ja auch relativ neu war und es ging darum auch, sich im Markt zu platzieren und am Ende des Tages hat man sich irgendwie auf einer menschlichen Ebene getroffen, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja, mir ist es dann irgendwie gelungen, einfach anzudocken in dem Sinne und wirklich zu sagen, okay, naja, ich bin dafür da, um Ihnen zu helfen. Aber wenn Sie das nicht möchten, dann gehe ich weiter. Mhm. Ja, und das ist ja, weil es basiert ja alles auf einer Freiwilligkeit letztlich. Ja, und gerade glaube ich, das so freizustellen in dem Sinne, hat dann im Prinzip den Rahmen geöffnet, um zu sagen, ach cool, da habe ich jetzt ja eigentlich eine zusätzliche Arbeitskraft gewonnen, um es jetzt mal ganz platt irgendwie zu formulieren, ja, die für mich da ist. Und das ist natürlich was so ein, um es jetzt mal ganz klassisch zu beschreiben, ja, so ein Chefarzt, ja, da waren auch Chefärztinnen dabei, leider nicht so viele, ja, aber was so ein Chefarzt dann letztendlich eigentlich auch von seiner Seite antreibt und sagt, ja, ach, Frau Gleitzmann, dann schauen Sie sich das doch mal an. Vielleicht haben sie da ja irgendwie eine Lösung für mich und so. Und dann war eigentlich der Icebreaker irgendwie da. Ne? Und dann ging es natürlich schon darum, die Inhalte zu liefern. Das ist völlig klar. Ne? Und da zu überzeugen und so. Ja. Aber das ist ja dann Handwerkszeug, das hast du drauf. Aber das andere, das scheint so eine Gabe von dir zu sein, dieses Brücken bauen, Beziehungen bauen, Vertrauen schaffen, Gemeinsamkeiten finden. Ne? Das ist irgendwie sowas, was sich so ein bisschen durchzieht, auch diese Empathie, die dann sicherlich auch gefordert war, um einfach aus der Rolle von der Person, der Ärztin, des Arztes oder der Pflegekraft oder wem auch immer drauf zu schauen, eben ne, diese Sichtweise zu wechseln. Ja, es ist tatsächlich für mich einfach ein ehrliches Interesse für den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Ne? Ich frage mich gerade, hast du die Coaching-Ausbildung schon gemacht oder kommt sie noch irgendwann? Aber du bist ja eigentlich deine Kollegin, ist schon im Geiste. Du, ich habe ja nie die Coaching-Ausbildung gefunden, wo ich gesagt habe, okay, die ist es jetzt. Ja, das ist, wir haben sie. Müssen wir mal drüber reden. Anderes Gespräch. Reden wir da mal drüber, ja. Genau. So, und jetzt kommen wir sozusagen vom Anschluss. Also das heißt, du hast dann, wie lange in der, das ist eigentlich Turnaround-Strategieberatung im Gesundheitswesen, kann man so sagen. Ne? Genau. Ja. Das hast du dann 13 Jahre gemacht, so in den Dreh? 2013 bin ich eingestiegen. Ach so. Genau, und habe ich 7 Jahre gemacht. Letztes Jahr habe ich dann da auch einen Switch gemacht, wo ich gesagt habe, okay, Restrukturierung, dann jetzt Vision und bin dann eben tätig geworden für den Geschäftsführer von KDD Digital, der eben eine digitale Pflegedokumentation für stationäre Einrichtungen und auch ambulante Gesundheitseinrichtungen vorwiegend in der Dachregion programmiert hat in dem Sinne. Jetzt geht es darum, wie kann man das skalieren, wie kann man da eine Organisation zu bauen, wie kann man den Go-to-Market organisieren, sowas in der Art. Genau, und es passte im Prinzip dann auch wieder perfekt, weil ja dann im Herbst das Krankenhaussuchgesetz ins Leben gerufen wurde und dementsprechend auch diese ganzen digitalen Produkte natürlich zum einen gefördert werden, aber zum anderen auch die Krankenhäuser dann erst so richtig eigentlich auf diesen Weg eingestiegen sind. Also, ja. Das heißt, Corona war
da eigentlich auch einen Boost für dieses Geschäftsmodell. Ja. Und jetzt ist ja jedes dieser Geschäftsmodelle durchaus abendfüllend, aber du magst ja gerne mehrere Dinge gleichzeitig, nicht? Also so wie anscheinend zieht sich das so ein bisschen durch. Ne? Und jetzt bist du auf der einen Seite dort in diesem Bereich Medizintechnik, Skalierung, Strategie und auf der anderen Seite im Bereich Holzprodukte, und das sind ja noch nicht mal Endprodukte, das sind Zwischenprodukte, kann man so sagen. Ne? Das sind Produkte für die Möbelindustrie, also Holz für die Möbelindustrie, Holz für die Bauindustrie, richtig? Bauboden, also Bodenbeläge, Parkett, Laminat etc. Genau, und dann gibt es noch so kleinteilig, wo halt wirklich mal eine Eiche für Restaurationen und sowas hergenommen wird. Aber genau, im Prinzip ist es die Großindustrie, Treppenherstellung, Bodenherstellung, Möbelherstellung. Und der gemeinsame Nenner in beiden Bereichen ist, dass du nach vorne guckst, dass du im Bereich Strategie und Vision guckst und auch wahrscheinlich im Bereich Innovation, so in beide Bereiche Digitalisierung auch reinschaust? Genau, das auf jeden Fall. Also ganz breit gesprochen und tatsächlich inhaltlich hat es auch sehr viel mittlerweile für mich miteinander zu tun, weil ich doch eine sehr große Schnittmenge zwischen Gesundheit und Holz sehe. Zwar nicht, also ich zwar liebe nicht ja Holz, aber das musst du mir bitte erklären. Also ich wohne in einem Holzhaus und fühle mich ja auch gesund, aber das ist es schon. Was ist die Schnittmenge? Das ist es ja schon. Du wohnst in einem Holzhaus und fühlst dich gesund. Na also. Ja, nee, es ist einer der Aspekte. Wir haben ja sehr viel auch über Ressourcen gesprochen und ich liebe Effizienz. I love it, ja. I love it. Das habe ich nicht so rausgesetzt in meiner Vorstellung, aber mag ich einfach unglaublich gerne und ich finde, dass wir die Ressourcen unserer Natur viel zu wenig nutzen für uns als Mensch. Und wenn ich das jetzt einfach so sage, und selbst wenn wir empfehlen, irgendwie 15 Minuten Waldbaden, ja, um uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder so, das ist so wahnsinnig effizient. Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt zu einer Apotheke gehen und mich irgendwie eine Schlange stellen und was bestellen und so weiter. Ich gehe einfach raus. Und da gibt es ganz viele Ansätze tatsächlich, die teilweise auch schon studientechnisch hinterlegt sind. Ich mache dir gerne noch mal ein anderes Beispiel. Also warum bauen wir keine Kliniken aus Holz? Warum müssen das die Skandinavier für uns machen? Warum können wir das in Deutschland nicht? Warum heißt ein Krankenhaus Krankenhaus? Warum heißt es nicht Gesundheitszentrum? Ne? Und dementsprechend eine der Studien waren, ist auch fast 10 Jahre her, dass sie veröffentlicht wurde an der Charité mit Nussbaumholzboden auf der Intensivstation. Und da wurde tatsächlich festgestellt, dass die Patienten sich schneller erholt haben, die quasi in dieser Umgebung eben Holz in dem Raum hatten, als jetzt die herkömmlichen, sag ich jetzt mal, klassisch industriell hergestellten Böden. Ich sage jetzt bewusst auch nicht hygienisch, weil beides hygienisch ist. Ne? Also genau. Und das ist nur eine Studie. Da gibt es auch vielfältige Studien dazu. Die Holzindustrie hat halt nicht so eine gute Lobby, sage ich jetzt mal, wie auch irgendwie der Rest. Und ich denke, dass wir das zu eng sehen, was alles möglich ist heute und auf welchen Weg wir uns einlassen können. Also ich denke, es gibt immer viele verschiedene Wege, die zu einer Lösung führen. Und ein großer Motivationsschub für mich ist zu sagen, der Markt bietet einfach die gesamte Bandbreite an. Okay, verstehe. Das heißt, also neben dem Produkt Holz gibt es auch sozusagen die Erfahrung Wald. Das ist auch etwas, was damit zusammenhängt. Arbeitet ihr mit diesem Förster zusammen, der diesen Waldkongress da neulich organisiert hat? Da gibt es doch das Leben der Bäume oder so. Gibt es auch einen Film zu? Ich kenne das Buch dazu. Ne? Müsste, glaube ich, auch ein Buch dazu geben. Genau. Also wir haben zwei Kooperationspartner. Das sind deutsche Unternehmen, die allerdings sehr stark in USA fokussiert arbeiten und sehr viele Studien darüber machen, was im Internet gesprochen wird. Also ich sage mal so, Hauptkundenkreis wären jetzt hier in dem Fall dann Pharmaunternehmen. Wir haben im Prinzip, also weil die gesagt haben, sie finden das Thema so wahnsinnig spannend, haben die quasi für uns dann recherchiert, wie sehr wird eigentlich über diese
Holzthematik und so weiter gesprochen. Und es sind, es ist ganz interessant. Also es gibt Gespräche darüber, natürlich sehr eingegrenzt, weil die meisten das gar nicht in einem Angebot in dem Sinne drin haben. Also das ist das, wo wir jetzt eigentlich stehen. Ich überlege tatsächlich gerade in was für einem Konstrukt das Sinn machen könnte. Ich könnte mir auch total gut vorstellen, mich an eine Stiftung anzudocken oder vielleicht auch selbst eine Stiftung zu initiieren. Aber das ist definitiv irgendwie gerade ein Thema, was mich nicht so richtig loslässt. Und auch egal, mit wem ich drüber spreche, wo auch ja, so einfach Interesse da ist und genau. Aber ich habe noch keinen konkreten Plan dahinter. Das ist was da irgendwie so im Orbit rumschwirrt bei mir. Es würde zu einer vertikalen Integration eurer Supply Chain, eurer Wertschöpfungskette letztlich führen, dass ihr nicht nur die Bretter in Anführungsstrichen herstellt, sondern vielleicht auch Module, Produkte oder mit Architekten zusammenarbeitet, um beispielsweise Kliniken aus Holz zu bauen, Gesundheitszentren aus Holz zu bauen. Genau, also das ist zum Beispiel ein Thema. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz das Thema Innovation streifen. Also was hat Holzindustrie, Sägewerk mit künstlicher Intelligenz und Robotik zu tun? Ja, also wir haben vor 2-3 Jahren unsere gesamte Wertschöpfungskette einmal nach den wesentlichen Werttreibern unterteilt. Ich sage noch mal ganz kurz, wie die sind. Dann, glaube ich, hat jeder so ein Bild vor Augen. Also wir kaufen das Holz aus dem Wald, transportieren das zu uns zum Werk. Dann wird der Stamm entrindet, er wird eingeschnitten, dann wird er an der Luft vorgetrocknet, auch aus Qualitätsgründen und um sich der natürlichen Witterung zu behelfen. Dann kommt das Holz in die technische Trocknung, die mit unserem nachhaltig ökologisch angetriebenen Heizkraftwerk aus den Holzresten quasi betrieben werden. Und dann wird es sortiert und quasi abverkauft. Na, also das ist so der Standpunkt. Und wir haben dann für uns gefiltert, dass ein wesentlicher Baustein jetzt neben Einkauf etc., die Sortierung darstellt, weil es ja darum geht, ein Stamm zum Beispiel, bei dem ein Kern sichtbar ist in einem Schnittholz. Das ist Minderware, ja, und die Minderware hat aber Vorteile, wie zum Beispiel, dass sie in der Möbelproduktion, wenn das Möbelstück sowieso in der Farbe angemalt werden soll, dann ist es völlig egal, ob da ein Kern zu sehen ist oder nicht. Das heißt also, unser Interesse ist groß, dass wir das Holz, was wir aus dem Wald bekommen, sehr effizient an unseren Kunden weitergeben. Der Kunde hat nichts davon, wenn er eine zu gute Qualität bekommt. Der Kunde hat auch nichts davon, wenn er eine zu schlechte Qualität in dem Nicht den ganzen bekommt. Baumstamm an sich, sondern sozusagen Brett für Brett kategorisiert. Brett für Brett, genau. Also ja, es gibt Blockware, das machen wir aber nicht. Wir sortieren wirklich dann jedes Brett so zu, dass es dann entsprechend kundenspezifisch ausgeliefert werden kann. Und wir haben dann uns auf die Suche gemacht nach einem bildgebenden Verfahren, was man ja auch aus der Medizin kennt, das Radiologiebilder. Okay. Du siehst, ich habe schon viel. Die Synergien kommen so langsam raus. Die Synergien sind toll, ja. Ne, genau. Also in der Radiologie ist tatsächlich ja die Übereinstimmung über 90%, ne, was das anbelangt, dass eben so ein Bild dann auch zugeordnet werden kann, was fehlerhaft ist, was nicht fehlerhaft ist, etc. Und das ist die Idee im Prinzip, den Stamm, also das Schnittholzbrett, vorne und hinten auszuloten per Bildgebung und zuzuteilen. Also gibt es hier ganz sehr Gebräuche, die ganz feste Vorgabe haben, wie die Qualitätseinsortierungen zu sein haben und dementsprechend darüber unsere Effizienz zu steigern. Und wir haben das nicht gefunden im Markt und deswegen haben wir gesagt, okay, wir setzen das jetzt neu auf und dadurch gewinnen wir auch Daten über die Entwicklung des Waldes, weil wir sourcen ja, sage ich jetzt mal maximal, eigentlich in 50 bis 70 Kilometer Umkreis. Holz ist schwer, ne? Logistik ist ein Riesenthema, deswegen nah dran. Und können natürlich sehen, wenn wir plötzlich einfach schlechtere Ware in dem Sinne bekommen, können wir auch Rückschlüsse ziehen über die Entwicklung des Waldes. Und das sehen wir einfach auch als total nachhaltigen Aspekt. Und ich denke, es ist wichtig, auch diese Daten eben wirklich mal zu sammeln und aufzubereiten. Und das ist eines der Projekte zum Beispiel, die wir aktuell vorantreiben. Okay, und dafür braucht man so ein
KUKA-Roboterarm, der die Bretter sortiert und fotografiert vielleicht und dann die AI, die halt oder die KI, die dann nachher diese Vergleichs-, diese Tegernseer Gebräuche sozusagen anwendet darauf als Regelwerk. Ja, genau, richtig. Okay, krass, Wahnsinn. Okay, spannend. Und Saskia, nochmal zum Thema Führungsverständnis. Jetzt bist du ja von deinem Werdegang her, also betriebswirtschaftlich geschult, psychologisch geschult, hast von Hause aus vielleicht auch als Jüngste der drei so eine gewisse Empathie vielleicht mit auf den Weg bekommen, wer weiß, auf jeden Fall irgendwie entwickelt. Wie würdest du, und du bist jetzt aber nicht in der operativen Führung, du bist ein Co-Geschäftsführer, aber dennoch repräsentierst du ja die Familie, wenn du durch den Laden läufst. Mhm. Was ist dir im Punkt, und du hast viel Krankenhäuser gesehen, wo ja auch ein gewisses Führungsverständnis ist und Führung ja auch immer mit einer Schieflage irgendwie zu tun hat, in meiner Erfahrung. Das ist ja häufig, oder nicht immer, aber häufig korreliert das so. Was hast du da mitgenommen? Was ist dir wichtig beim Thema Führung, beim Thema Umgang mit Menschen, mit euren 50 Menschen, die ja da alle auch Familien haben, wo auch eine Verantwortung hinter ist? Wie gehst du da ran? Ja. Also ich glaube, für mich war ein ganz wichtiger Bestandteil die Führung meiner Teams in der Beratertätigkeit. Also ich hatte dann ja bis zu 4 Teams, die ich im Prinzip geführt habe. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile so eine Art ja tatsächlich situativen Führungsstil. Ich weiß nicht, was da ein offizieller Begriff dafür ist oder so. Situative entwickelt. Führung. Ja, gibt es tatsächlich. Das ist sehr schön, dann wundervoll. Ich hatte nämlich gestern ein Panel, da wurde ich sowas auch gefragt. Und dann kam so, ja, so situativ. Da dachte ich mir, okay, dann passt das vielleicht ganz gut hier. Genau. Ja, also es ist echt nicht immer gleich, weil ich tatsächlich in diesen Teams so unterschiedliche Charaktere und auch Entwicklungsstufen der Mitarbeiter hatte, bin ich am Anfang erstmal wirklich, wenn wir neu, es gab ja viel Rotation, ne? Das heißt, also es war ja nie stetig, dass man mit den gleichen Personen gearbeitet hat, aber für mich war erstmal so ein Initialgespräch total wichtig, so, was brauchst du? Das können ja 50% leider nicht alle beantworten, ja, aber zumindest mal wirklich einzusteigen, was dir wichtig, ja, ist dir wichtig, dass du Mittagessen hast, arbeitest du lieber durch, brauchst du eine genaue Anleitung, willst du frei denken und so. Und da gab es wirklich massive Unterschiede. Und für mich war das total super, weil ich habe mich dann einfach darauf eingestellt. Also ich brauche nicht jedem ein genaues Briefing zu geben. Wenn ich merke, jemand kann so frei denken, dass er das zu einem guten Ergebnis führt, da ist wieder die Effizienz da, ne? Perfekt, warum soll ich meine mentale Ressource damit verschwenden, dass ich was vordenke für jemand anderen, der das genauso gut kann und auch will. Ja, und dann wiederum gab es eben auch Mitarbeiter, die gesagt haben, so, nee, also ich möchte jetzt erstmal, dass jede Folie, sage ich jetzt mal, wenn es so eine Folie ging oder so, dass die mal vorgemalt ist, ja, weil ich bin unsicher und ich muss reinkommen und so weiter. Dann habe ich mich darauf eingestellt. Und so mache ich das auch bei uns im Familienunternehmen. Ne? Also durch die Gespräche, die ich ja ganz am Anfang geführt habe, von langjährigen Mittarbeitern. Mittlerweile, ja, also so die ganz neuen Mitarbeiter durch Corona kenne ich jetzt nicht mehr so gut, leider Gottes, ja. Aber in der Regel ist mir das Wichtigste tatsächlich zu verstehen, wo kann man sich da irgendwie treffen, dass man das zu einem gewinnbringenden, zu einer gewinnbringenden Zusammenarbeit in dem Sinne führt, ja. Also ich kann entscheiden, auch ohne die anderen zu fragen, ist für mich kein Problem. Ich mache es aber auch gern, sage ich jetzt mal, am runden Tisch und frage einfach mal nach, was unser mittlerweile, haben wir ein mittleres Management in der Firma? Mhm. Und genau, und frage auch gerne nach und höre mir dann Stimmungsbild in dem Sinne an. Und genau, und ich glaube, das kommt wirklich auch aufs Thema an. Weil manchmal würden die Mitarbeiter, nee, das ist mir eigentlich relativ egal, so, ne, wie das ist, aber es gibt halt Themen, die total entscheidend sind. Und da würde ich sagen, naja, komm, dann kommen wir eben zusammen und dann besprechen wir das. Und ja, damit bin ich gut gefahren und konnte ich wirklich zum Glück da lernen, wie wichtig das ist. Prima. Das ist eigentlich eine bilderbuchmäßige Beschreibung von situativer Führung. Ne? Eben von dem, der geführt wird, herzukommen und nicht, was ist so mein Standardweg, sondern einfach zu hören, was brauchst du? Genau. Also, und dann eben auch einzusteigen in so einen Dialog, weil man eben nicht sofort weiß, was man braucht. Man merkt es ja teilweise erst selber, wenn man arbeitet. Ne? Das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Total. In diesem Dialog zu sein. Ne? Ja, Mittagessen bei mir, ganz wichtig.
und Mittagsschlaf bei mir zum Beispiel. Ich bin ein Mittagsschläfer, finde ich total super. Und Mittagessen, wow. Genau. Ja. Und sag mal, Altersschnitt oder Altersspanne in deinem mittleren Management oder in der Belegschaft? Wie ist das? Ja, also tatsächlich in dem mittleren Management mittlerweile sehr jung. Ich würde sogar sagen, vielleicht so um die Anfang 30. Wir haben es jetzt also nicht mehr ganz aktuell gerechnet, aber es hat sich sehr viel getan jetzt auch. Über die gesamte Firma kann ich es beantworten. Da liegt es etwa bei 47. Und wir kamen auf weit über 50, also als in 2017. Ne? Also sind sehr viele dann jetzt in Rente gegangen und so in 18, 19, 20. Dann klar, mein Vater, meine Tante haben das natürlich den Schnitt schon mal nach oben getrieben und so. Genau, also es ist total breit gefächert mittlerweile im Unternehmen. Und unsere jüngste Führungskraft ist 24 und die älteste, also ne, ich meine, gut, noch geht mein Papa nochmal durch den Betrieb und so weiter, also er ist 75, ja, also er sitzt auch bei manchen Themen noch mit dabei, nicht mehr häufig, aber bei manchen eben, wenn man so sieht, also eigentlich ist es quasi ein halbes Jahrzehnt, ne, was wir so, ja. Mordspannend, ist ja auch spannend, dann da zusammenzuarbeiten und die verschiedenen Sichtweisen zu sehen. Und Frauenquote, also Frauen im Sägewerk selber auch? Freue ich mich immer wahnsinnig drüber. Zum Leidwesen meines Co-Geschäftsführers ist jetzt tatsächlich unsere Maschinenführerin auf der Bandsäge schwanger. Sie hat tatsächlich bis zum Mutterschutz jetzt, ist sie aktiv gewesen, also wollte sie noch und so. Aber klar, ne, das sind halt dann immer die Ausflüge, die nicht so schön sind. Aber da freue ich mich immer drüber, muss ich sagen. Und wir haben auch eine ganz langjährige Mitarbeiterin, die unsere Vermessung eben leitet. Unsere Einkäuferin hat mit uns dual studiert, das ist eben die Jüngste an der Seite. Also Quote. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt die Verwaltung und alles mitzähle, sind so 10 Frauen bei ungefähr 50 Mitarbeitern um den Dreh. Also 20%. Was für die Holzindustrie schon ganz in Ordnung ist. Das finde ich sehr in Ordnung, auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, cool, Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir so eine Platzrunde gedreht durch dein Leben, haben so von verschiedenen Seiten drauf geschaut. Was ist noch wichtig? Was wäre die eine Frage oder was sind die Fragen, die ich noch nicht gefragt habe, Saskia? Spannend. Also vielleicht so in die Richtung, wo ich meine Inspiration hernehme. Weil ich ja in den Rollen, in denen ich tätig bin, tatsächlich Inspiration auch brauche. Um eben ja auch, sage ich jetzt mal, Verknüpfungen irgendwie anzugehen und mir Gedanken zu machen, ne, wo wir was besser machen können. Ja, die kann ich Und woher bekommst du deine Inspiration, Saskia? Gute Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Das ist doch schön. Man lernt ja auch selber immer so viel dazu in so einem Podcast. Deswegen, ja, woher bekomme ich eigentlich meine Inspiration? Also ich höre auch tatsächlich gerne Podcasts, aber ich habe jetzt nicht so einen Podcast, den ich immer wieder höre, sondern tatsächlich wirklich so thematisch bezogen, was mir ins Auge springt. Also ich würde sagen, ich lasse mich... Ich habe jetzt nicht so eine feste Struktur irgendwie da drinnen. Es ist genauso tatsächlich, dass ich einfach mal durch eine Buchhandlung gehe, ja, und einfach gucke, okay, was sind jetzt so irgendwie neuartige Themen und mir da was rauspicke. Und dann würde ich sagen, ist doch ein hoher Anteil auch während Corona gewesen, in digitalen Gesprächen auch wirklich mal in den Dialog mit Menschen zu gehen, die jetzt nicht das Gleiche machen wie ich. Ja, weil ich finde, dass da eben eine total hohe Kraft auch drinnen ist, einfach mal ja auch andere Themen anzusprechen, die sich dann wieder übertragen lassen auf das eigene. Ne? Genau. Ich liebe Zitate. Also ich habe so eine wundervolle Zitatebox und die liegt in meiner Dropbox. Und ich muss sagen, ja, manchmal hilft mir die wirklich auch, wenn da jetzt nicht irgendwie so inhaltlich oder so, aber das ist so dieses Rückbesinnen auf irgendwie so dieses Urmenschliche.
Ja, und das gibt mir total viel. Und ich sag mal so, wenn der Energiehaushalt gut ist, dann ist man ja auch irgendwie inspiriert auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Ja, einfach durch meinen Alltag kann ich momentan nicht so viel in dem Sinne so Sport. Also bei mir ist es eher so diese, ich zünde sehr gerne mal eine Kerze. Auch das gibt eine Inspiration. Weil spirituelle Inspiration, die ja auch mal wichtig ist, ne? Die hilft wahrscheinlich bei Gesundheit und Holz ganz gut. Weil ich glaube, da muss man sich ein bisschen auf eine andere Ebene begeben, die man in unserer irdischen Welt noch nicht so vorfindet. Kein Problem, wenn hier ein paar Zuhörer dabei sind, denken, okay. Alles gut, das ist ja alles gut. Völlig abgespaced. Das ist okay, das ist Teil von mir. Ja. Und du sitzt ja auch manchmal in einer kühlen Kirche alleine. Genau, das hast du zugehört. Ja, auf jeden Fall. Ja, liebe ich. Ja, und ich bin in einigen Netzwerken und Verbänden aktiv. Und das ist natürlich, sage ich jetzt mal rein, wirklich auf der inhaltlichen Schiene, auch wissenschaftliche Studien, ja, zum Holzmarkt im Gesundheitswesen und so. Das ist definitiv auch ein wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, so in der Ergänzung beide Seiten, na, also es ist wichtig, die Freiräume zu haben, also fürs Freischaffen in dieser Rolle. Wenn ich jetzt irgendwie einen komplett durchgetakteten, also, na, und ich weiß ja, wie diese Tage sind, ja, das würde jetzt nicht mehr passen zu den Rollen, die ich da verkörpere. Ne? Das heißt, du hast es geschafft, obwohl du, naja, mal mindestens drei große Rollen hast, also die eine Rolle im Gesundheitswesen, Gesundheitsmanagement, die andere Rolle in dem Holzbusiness, die dritte Rolle, ich sag mal, private Rolle mit Familie und alles, das ist ja alles, alles irgendwie tagfüllend, aber das dann trotzdem mit so einer Disziplin hinzukriegen, dass diese Freiräume entstehen, weil du könntest den Tag ja auch locker zuklatschen, wahrscheinlich, sodass keine Zeit zum Denken und zum Inspiriertsein bleibt. Das ist ja eine Kompetenz. Absolut, hätte ich kein Problem damit. Und ja, ich glaube, das passiert manchmal auch schneller, als ich irgendwie gucken kann. Ne? Also so. Und ich habe halt irgendwann dann die Entscheidung getroffen, okay, ich darf nicht mehr wie 30% meines Kalenders vorab voll haben, weil es kommen unerwartete Dinge mit der Familie, es kommen auch unerwartete Dinge mal vom Business rein, wo ich dann einfach auch mal reagieren muss, ja, also ich kann ja nicht immer nur aktiv, sage ich jetzt mal, vorantreiben, das sind auch Dinge, die dann gelöst werden wollen in dem Sinne. Und das ist ja für mich eine total neue Erkenntnis, weil sonst war mein Kalender immer 100% voll, ja, dann bist du halt bei 160% und dann hast du halt, dann bist du nur noch in so einem, du kannst nichts mehr vordenken, du kannst nichts mehr nachdenken, ne? Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich teste jetzt mal so mit 30% und damit fahre ich ganz gut. Wow, okay, das können wir mal nachhallen lassen, weil ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben einen Kalender, der ein bisschen mehr als 30% gefüllt ist, inklusive mir. Und das ist tatsächlich immer wieder die Kunst, wo schaffst du diese Freiräume? Wie kriegst du sie hin, dass du auch in den Ressourcen, also es hilft ja nichts, wenn du technisch frei bist, aber ressourcenmäßig platt, dann bist du ja auch nicht mehr inspiriert. Und nee, total. Und ich glaube, das Wichtige ist halt, wenn ich vorab quasi alles schon geplant habe, dann kann ich ja nicht mehr so viel reinnehmen, was in dem Sinne, sage ich jetzt mal, kurzfristig dazukommt. Klar. Und deswegen, ne, klingt das jetzt prinzipiell erstmal so wenig in dem Sinne, aber in der Situation, also ich mache mir dann zum Beispiel immer am Tag vorher eigentlich nochmal kurzfristig für den nächsten Tag dann maximal 3 Punkte, die für mich Tagesziele sind. 3 Tagesziele, ja, maximal 3. Also mehr geht nicht. Das ist für das persönliche Erfolgsgefühl gut. Ja, und es hilft mir auch immer wieder am Abend. Das ist wirklich eine kleine Vorbereitung, die ich für den nächsten Tag mache. Hilft mir immer wieder am Abend zu kalibrieren, okay, was ist jetzt das Wichtigste und wirklich Relevanteste für die Businesses? Ja, und tatsächlich ist da auch mein Familienthema dabei. Weil ohne dessen, also eines entgleitet dann, ne? Das ist klar. Und es gibt Phasen, wo es nur Business ist und es gibt Phasen, wo mehr Familie ist. Das habe ich jetzt auch irgendwie gelernt für mich, dass es nicht immer stetig dieses eine Ding ist. Gehört auch zur Führung, finde ich, dazu. Ne? Manchmal kann man das Unternehmen auch mal laufen lassen, ja, weil alles erstmal in dem Sinne
wie soll ich sagen, wenn man sich eine Strategie ausdenkt und dann hat man alles angeschlossen, soll erstmal abarbeiten. Ne? Da kann ich nicht nochmal von oben drauf schütten. Genau. Erstmal dann laufen lassen und gucken, wie sich Dinge entwickeln. Und die drei Ziele sind 3 pro Business oder 3 pro Teilbereich oder insgesamt 3 pro Teil? Es sind wirklich 3 Ziele, also Ziel, ja, was ist Ziel? Also, ist jetzt konkret genug, ne? Ist es überhaupt realistisch, wie viel Zeit brauche ich? Habe ich alles, was ich brauche dafür? Und das ist Teil dieser Arbeit. Ich würde sagen, es ist nicht so, dass ich sage, manchmal braucht das eine gar nichts. Ne? Und manchmal braucht eine Sache 3 Dinge, wo ich sage, okay, das ist jetzt super wichtig. Da irgendwie was anzustoßen, ne? Oder was zu verschriftlichen. Also ich finde Verschriftlichung total wichtig. Es hilft mir selber in der Struktur. Sehr spannend, sehr cool. Saskia, ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank für dieses intensive Gespräch. Ich denke, wir sprechen in einer gewissen Zeit nochmal und gucken, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben. Was meinst du dazu? Ja, sehr gerne. Prima. Saskia, dann wünsche ich dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg in den verschiedenen Bereichen. Ich bin gespannt, wo man noch von dir lesen und hören wird oder von euch. Und vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Danke für das Gespräch, Carsten, für die Einladung, hier sein zu dürfen. War sehr spannend, auch für mich. Mach's gut. Tschüss. Und was hast du gelernt, Carsten? Ich fand es eine sehr inspirierende Frau, die sehr viel Ressourcen hat, als auch Humor sozusagen. Ich glaube, viele Dinge einfach auch mal weglachen kann, die schwer sind, dass auch der Zugang zu Leichtigkeit immer wieder da ist, auch trotz aller Schwere. Das finde ich ist eine Qualität. Diese tiefe Menschlichkeit, diese Empathiefähigkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, wirklich, dass der Gegenüber das Gefühl hat, die spricht jetzt nur mit mir. Das ist jetzt wirklich, ich bin jetzt wirklich wichtig. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und was mich beeindruckt hat, war diese Fähigkeit, sich Luft zu lassen, also sich bewusst Freiräume zu setzen und die nicht mit den ganzen Anfragen, die da ganz sicherlich kommen, mit den ganzen Problemen, die da ganz sicherlich kommen, mit dem, was die Familie braucht, mit dem, was das eine Business braucht, mit dem, was das andere Business braucht, dann trotzdem Freiräume zu schaffen und sich bewusst auf wenige Prioritäten zu fokussieren pro Tag, aber das dann eben fokussiert und strukturiert anzugehen. Also ganz toll, fand ich extrem spannend und bin sehr gespannt, wo wir Saskia Stella-Gleitzmann noch überall treffen werden. Also von daher spannend. Ja, was ist bei uns Spannendes? Am 4. November findet unsere nächste Open University statt. Das zusammen mit der WHU. Das Thema wird sein Corporate Purpose, Opportunity or Opportunism. Also ist es eine echte Gelegenheit, sich mit dem Thema Sinnhaftigkeit des Unternehmens zu beschäftigen und inwieweit ist es auch häufig ein Deckmäntelchen, das aus Marketingzwecken genutzt wird. Was ist da wirklich zu holen? Und wir haben ein sehr diverses Panel, einen sehr diversen Kreis an Speakern und Unternehmensvertretern mit dabei, von Porsche über bis hin zu Extinction Rebellion ist alles mit dabei. Also von daher wird das eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, auf die ich mich schon sehr freue. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie mir eine Mail, carsten.draht@leadership-choices.com. Der Event ist invitation only und kostenlos und wir sorgen dann gerne dafür, dass Sie mit auf die Teilnehmerliste kommen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald wieder bei Leaders Talk. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen, powered by Leadership Choices. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk@leadership-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören.